Herzlich willkommen zur 30. Folge Stardew Valley mit dem Herrn Garmin. Ach. Tag. Das Wetter ist stürmisch. Und ist mein Lied hier. Da oben im Lager. Ich brauche mehr von den Einmachdingern. Ja, da bin ich auch schon überlegen, ob ich jetzt Geld sparen sollte, um mir so einen tollen Schuppen zuzulegen und da die Allmachtgläser reinzustellen, einfach um deutlich mehr Platz zu sparen. Würde ja perfekt eigentlich passen, da an die Stelle, wo jetzt gerade schon die Gläserdinger stehen und bis zur Ecke oder sowas. Wie viel hast du davon? Aktuell 4, aber... Okay, das ist zum Lobby. Wenn man sammeln und behalten oder sowas in die Richtung. Cool. Auch lieber Hühner. Mann. Oh. Eine Gießkanne ist erledigt. Macht keinen Scheiß. Doch, es regnet nicht. Ich kann Teig rauchen hier. Aber eher noch Schwein aus, der Stall. Ich hab keine Ahnung, was ich für ein Brot habe. Ja, das ist Kuh oder Kuh und Dingsens. Glaub ich. Bist du ja sicher? 98%, ja, du hast ein Kupfererz rechts unten auf deinem Teil da. Ja, es ist Cow. Cow. Oh. Es ist eine Kuh. Da bist du sicher. Ja, weil ich gerade bei meiner Lieblingsverkäuferin stehe und die sagt, du kannst nur Kühe kaufen. Für 1500 das Tier. Warum sagst du das? Weil die sagt, wir können uns keine zwei Kühe ausleihen, die dann paaren lassen, die kleinen Kinder dann klauen. Oh. Weiß ich auch nicht, hab ich auch noch nicht verstanden, aber sagt sie, ist nicht so nett. Oder so ähnlich. Das ist eine Geode. Noch Geoden. Das. Das Geoden? Ja. Habe ich auch so eine Geoden? Ich habe so eine gebrochene Träne. Aber warte mal, ich brauche so ein Ding hier. Wo ist denn das? Nicht.
wenn man drauf wartet, dauert das aber auch 30 Jahre an dem Schmelzen, ne? Ja. Also hast du 80 Schmelzen, das ist natürlich schnell, oder? Ich hab 2 und nicht 8, aber ja. Hört sich aber so an, dass es 26 sind. Nur weil du Kupfer schmilzt, was gefühlt ein Viertel meiner Zeit braucht. Oh, wie schön, ich habe eine Pflaume gefunden und eine Haselnuss. Bist du eine Pflaume und willst eine Haselnuss? Ich hab schon beides. Du bekommst gleich Besuch von Abigail. Nein. Sag ihr, braucht gar nicht anzukommen. Vielleicht biegt sie noch vorher mit ganz viel Glück beim Busstop ab, aber. Wirst du dann merken, ne? Mag sie nicht. Soll man Ball flach halten, sag ich das. Na dann. Ja, komm, mach hinne da. Ich hab mich 3 Wochen Zeit. Komisches Ding, das brauche ich nicht. Achso, dafür. Kannst du mal damit aufhören? Muss ich kurz überlegen. Nee. Toll! Ich war zu langsam. Jetzt habe ich wieder immer noch Geoden im Inventar und kann sie nicht öffnen. Kannst du es nicht? Weil es außerhalb der Öffnungszeiten ist. Okay. Natürlich traurig. Alle Fälle, so, aber ich muss es probieren, nur ins Haus gehen. Na dann. Ja, ich glaube schon. Also, es ist auch ganz schön kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier organisieren. Ah, organisieren. Thank you.
glaube ich, das glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Letzte, was wir fertig bekommen werden, das mit den Premium-Qualitätssachen ist, beziehungsweise die ganzen Artisan-Dinger. Das könnte dauern. Juhu. So, ja, 17 bin ich dann fertig mit dem Community Center, habe ich gehört. Weil ich noch gefühlt 50 Tiere verschiedene darf, so, dürfen wir noch haben, so ungefähr, damit wir 1000 verschiedene Produkte herstellen dürfen, so. Hier. Da sind wir dran. Das wird, das wird. Ich bin da sehr zuversichtlich. Na dann. Das will ich übrigens Mr. Superreich nennen. Ich habe ein Iridium-Ohr aus der Geode bekommen. Okay. Bringt mir bloß herzlich wenig. Love that. Da ist die Gießkanne. So, jetzt kann ich schlafen. Gut, gut, gut. Geil. Na dann. Sorry. Das ist aber ganz toll. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich gebe mir größtmögliche Mühe. Echt jetzt? Jetzt komm ich schon die Scheiße auch noch getroppt, ey. Zum Kotzen. Nochmal Millionär geworden? Ja. Mal alles leer. Wie Das lange kann doch brauchen nicht diese wahr komischen sein. Dinger da zum Was jetzt? Volllaufen? Diese Ich glaube 3 Tage. Okay. Ja, also ich muss die Bäume wieder finden, wo ich die hingestellt habe. Das könnte unter Umständen schwierig werden. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Thank you.
duschen oder was? Wieder am was? Am Duschen. Wieso duschen? Na dann. Ja, ich gieß mir gar nicht meine eigene Gießkanne über den Kopf. Aber ja, ich kann bestätigen, das hört sich hier echt an, als wäre hier jemand am Duschen. Hast du deinen Weizen gedüngt? Nein, gehydrogenisiert, oder wie man das nennt. Achso, dass das Wasser bleibt. Oh, weißt du was? Hey. Lass mich das doch machen. So. Gehen wir auf alle Fälle nochmal hier zum Masterpiece Bäume machen wir da unten. In der Hoffnung, ich bin das halt wieder. Erkennt man von irgendwas? Ja, da ist wieder das Sammelzeichen drüber. Das erkennt man definitiv, wenn da was drin ist oder nicht. Okay. Hast du deinen Ofen an? Ob nicht. Oder dein Haus brennt dann. Aber wenn der Ofen nicht an ist, dann brennt dein Haus. Schade, kann man sich aber nicht ändern, wenn ich brauche. Ich guck mal. Doch, der Ofen brennt. Ach, da ist auch dein Charcoal-Gerät. Aha. Das ist kein Charcoal-Gerät. Was war sonst? Bau doch ab und schau nach. Kann ich nicht. Kann ich doch. Kohlebrennofen, natürlich. Also machst du aus Holz, machst du Kohle. Also ein Charcoal-Gerät. Nö, ich hab den aber nicht gebaut. Dann habe ich ihn gedroppt bekommen. Aber kannst ja gerne Holz reinpacken, dann habe ich wenigstens mehr Kohle. Wenn das funktionieren sollte. Ich hab kein Holz. Hast du aber genug Bäume, die du wegschälst. Ja, die wachsen aber noch alle, die wollen nicht, die sind nicht schnell genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann die auch nicht düngen. Jetzt habe ich wieder vergessen zu dem Geodenmacher und dann das laufen. Du rennst nur gerade rum. Nicht. Stehe. Was da? Angel. Dann schubst du dich hier einfach. Der Fun. Thank you.
Und ich bin echt gut im Angeln. Ich bin nicht 3 Minuten zu spät am Klicken oder so. Oh, hast mich mal gefunden. Ich suche die Gegend auf. Wonach? Echt jetzt hast du doch zu viel Energie. Wolltest du noch sowas? Hast du echt so viel Holz? Ja. Kennst du die Leute, die hier 1000 Achievements gerade fahren wie sonst was? Weißt du, dass du dir auch Holz kaufen kannst, ne? Wie viel ist das? Ein Holz für 10 Gold, juhu! Ja, genau. Also gehe ich lieber hier im Wald und mache sämtliche Bäume bremsen gerade weg. Na dann, kann ich nicht, ich habe keine Axt mehr, meine Axt ist kaputt. Lieber eine Erde klauen. Hast du einen Kühlschrank? Ich hatte auch den Kühlschrank gerade. Kühlschrank, ja. Kühlschränke sind unglaublich wichtig. Man wird immer einen Kühlschrank da haben. Auf alle Fälle. Na dann. Habe ich mit der Bericht schon geguckt? Doch nicht. Oh, super Wetter morgen. Dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.